Mania, Menschenmasse, Alter. Wir haben ja einen kleinen Stau, aber nur einen kleinen Stau. Naja, was ist dann der große Stau? Naja, der große Stau ist, wenn man noch Leipzig mitnimmt. Ich verstehe. Ja, naja, okay, man steht an der Autobahn, man steht am Bahnhof, man steht hier. Das ist üblich. Ja. Willkommen in Leipzig. Ja. Oh, mal gucken, ja. Entscheidet euch, stehen oder gehen! Wir könnten auch mal noch kurz rückwärts hier machen. So, machen wir kurz rückwärts hier. Ach Gott, ey. Ja, Tamako, geht's noch ein bisschen weiter hier? Ein bisschen. Ah nee, da, ey, weißt du, ey, Tamako, schlechte Wahl da gewesen. Da ist doch die Absperrung. Da hinten geht's gar nicht weiter. Wir müssen umdrehen. Tamago, umdrehen! Ich muss jetzt auch nicht weiter. Hier hinten geht's gar nicht weiter. Da war ja so eine Absperrung wegen Signierstunde. Oh Gott. Ja, 2 Stunden später, man sitzt immer noch da, wo man ist halt hier. Man kommt einfach nicht weiter hier. Boah, Hilfe. Hey, Tamago! Umdrehen! Oh, Hilfe! Ja, hier ist schön groß. Oh Gott, Hilfe! Mann, ist das kuschelig. Ja, das ist sehr schön hier. Oh Mann. Ja, oh, wir machen doch hier schon Gruppe Kuschen hier. Deswegen ja. Ach nee, warte, nach rechts geht's weg. Ja, nach rechts gibt's noch einen Ausgang. Not-Exit. Not-Exit. Ey, ich komme irgendwie nicht weiter hier. Meine Kunde sind nicht viel weiter. Oh Mann, ist das hier eine Scheiße, Alter. Das kannst du genau sagen, Alter. Nee, das gibt's nicht. Ah. Ja, man hat's gleich geschafft hier. Oh. Wo sind denn die? Nach 2 Stunden später hat man einen Ausgang gefunden halt. Die Richtung ist richtig gesperrt hier. Oh Gott. Hey, man hat Platz zum Laufen. Luft, laufen. So, wo ist jetzt, wo sind meine Kollegen halt? Links, rechts. Ach, scheiße. Wenn ich wieder rauskomme aus der Leipziger Buchmesse, kann man dieses Video auch online stellen. Ja, ein Rundgang auf der Leipziger Buchmesse endet, dass man halt steht. Ja. Ich glaube, da ist die Konnichi mit 50.000 Besuchern immer noch weniger besucht. 20.000. Alter. Geht's hier überhaupt raus? Ja, man kann die Shop-Angebote hier schön betrachten, wenn man an einem Shop-Stand wäre. Da vorne ist übrigens das schwarze Sofa. Wenn man es sehen würde. Ach Gott. Lalalala. Ein Rundgang ist so schön. Ja, Chaos pur hier. Passt zu mir. Ha, Chaosmilch. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera wird. Ah, da ist das eng hier. Ja, dann auch.
Das ist hier übrigens der Jade Store. Wir kommen langsam zum schwarzen Sofa, wo natürlich auch Bleach und Soul Eater, Manga-Autor, da waren oder da sind oder kommen. Je nachdem, man weiß es nicht so. Man verpasst es sowieso, weil man sowieso nicht rechtzeitig ist. Also wenn man eine Stunde vorher losläuft, hat man vielleicht die Chance, noch irgendwo hinzukommen. Alter. So, wollen wir jetzt, hier geht es nämlich langsam aus dem Manga-Bereich raus hier, deswegen wird es auch ein bisschen weniger los. Oh, man kann endlich mal wieder laufen. So, wir haben jetzt hier von dem Fall, Panini, genau, Panini und Egmont haben wir hier. Und Kase. Hoppala. Da hinten ist übrigens Anime-Kino und Signier-Bereich. Hat man gerade ein Pferd gesehen? Ja, ich habe ein Pferd auf der Messe. Nicht im Flur. So, dann wollen wir mal schauen. Hier haben wir ein schwarzes Sofa. Ja, das ist mal wieder ein Bericht. Ohne Kameramann einfach mal hier in die Masse gehalten. Carsten und Zeit habe ich natürlich jetzt verloren halt, ne? Und Sockenbart ist auch irgendwie gerade woanders, aber naja, man weiß es nicht halt, ne? Ja, keine Ahnung, ich kann nicht immer in die Kamera schauen, weil es hier wirklich, man muss hier gucken, wo man hinläuft halt, aber ich habe anscheinend jetzt keinen kleinen freien Raum gesehen. Ich kann mal kurz zum schwarzen Sofa gucken, wer da gerade da ist. Oh, fotografieren verboten, das ist natürlich lustig, aber Film steht nicht. Schauen wir mal. Ja, ein Frankel war das. So, schauen wir mal. Lalala. Hier geht's wieder. Hier ist Signierbereich anscheinend. Oh nee, Signierbereich, das ist blöd. Da drehen wir wieder um. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gesehen habe, halt, aber ich habe versucht, halt, euch mal einen Einblick vom schwarzen Sofa zu bringen. Aber naja, das ist wie gesagt hier etwas problematisch. So, jetzt sind wir beim Anime-Kino. Es muss so verwackelt sein, das Video, aber egal. Schauen wir mal. Oh, hier ist der Animex-Stand. Eine Tour über die Leipziger Buchmesse ist natürlich immer schön, halt gerade am Samstag halt, wo es am meisten ist. Aber ich glaube, das ist jedes Tag so halt. Ne? Schauen wir mal, ob es hier irgendwie noch ein bisschen weitergeht. So, wir kommen an den Kase-Stand. Das ist natürlich direkt hinter dem Anime-Kino halt. Die verkaufen ja Mangas und Animes auch hier. Da gibt es anscheinend irgendwie so ein Basketballspiel, wo man irgendwas gewinnen kann. Anscheinend hat Kase die Lizenz von Inuyasha, deswegen läuft das auch gerade hier im Anime-Kino im Hintergrund. Höre ich jedenfalls, aber ich weiß nicht, ihr könnt bestimmt nicht hören, wenn ihr mich überhaupt hören könnt. So, kommen wir zum traditionellen Go-Bereich. Deutschen Go, Bund und e.V. Ja. Und hier ist glaube ich die Fressmeile halt, aber da drehen wir gleich mal wieder um halt ins Menschengetümmel. So, ja, das war's eigentlich auch schon halt. Okay, es gibt noch ein paar Kleinigkeiten hier, aber das war's eigentlich auch so schon ganz halt hier von der Messe halt. Wir sind halt vom größten Stau in den kleineren Stau und jetzt gehen wir vom kleineren Stau wieder in den größeren Stau halt, ne? Also Stau heißt Stillstand. In
Das an den Bikini möchte ich jetzt nicht gehen, weil da kommt man bestimmt auch nicht rein. Erstmal. Wenn man drin ist, dann hat man es geschafft. Dann ist man auch bereit fürs Kino halt. Ne? So, ich versuche mal meine Leute wieder von Imania zu treffen halt. Aber ich glaube, die werde ich nicht finden. Weil das Handynetz ist auch übelst überlastet hier und ich kann noch nicht mehr anrufen halt. Jedenfalls O2 ist halt natürlich nicht so schön. jetzt habt ihr meine Zähne gesehen. Hoppala. Dann gehen wir mal zur Richtung Animex. Da kann man wenigstens noch treten, laufen halt. Ne? Schöne Sache hier. Was ich richtig vermisse, ist hier praktisch die Bühne. Hier war immer noch so eine andere Bühne halt, wo man halt Showgruppen und sowas alles aufgetreten sind halt. Dieses Mal irgendwie nicht dabei mehr halt. Ich glaube, den Platz haben sie andersweitig genutzt halt. Es gibt auf jeden Fall noch das Cosplay, aber das ist im Kongresspalais. Ein bisschen im Kongresscenter. Aber wir gehen mal bei Tokyo Pop vorbei. Wenn wir es schaffen. Carlson Comics auch hier in der Nähe. Aber hier kann man wenigstens noch treten. Hier praktisch jetzt der Übergang vom normalen Bereich in den Anime- bzw. Comic-Bereich. Okay. Oh, Elfenlied, immer schön. Hier, guck mal, hier gibt's mal was. Ja, gucken wir mal, was es hier so Schönes gibt. Hier gibt's Bleach. Hallo. Und noch mehr Bleach. Ja, und auf der anderen Seite gibt es natürlich von Carlson Soul Eater, weil, wie gesagt, der Manga-Autor von jeweils von Soul Eater und von Bleach sind hier auf der Leipziger Buchmesse. Sehen werde ich ihn schätze mal nicht, weil einfach kein Platz ist, aber naja, egal. So, wenn wir nochmal von Carlson. Carlson sieht anscheinend schon ein bisschen leerer aus hier. So, dann gucken wir mal, ob wir noch mal hier irgendwo auf die andere Seite kommen. So. Ach, hier kann man absolut nicht filmen. So, okay, wir haben noch mal von einem anderen Blick halt noch mal die Comic-Bereich hier. Das hier. Sehr warm, auch wenn die Enge sowieso jeden umarmt tut, umschließen tut. Dann kriegen sie es endlich. Gibt es immer noch die kostenlosen Hack-Attacken, die. Wieder einer, der mit einem iPad fotografiert ist, das ist sehr lustig. Ja, ich weiß nicht, ob ich den drauf gekriegt habe, aber ich hab's versucht. So, okay, wir sind jetzt noch auf der anderen Seite vom Comic-Bereich. Hier ist ein bisschen eine Übersicht hier. Ich kann jetzt nochmal hier was mich rumschauen. So, gehen wir noch zuletzt in den Japan at Online oder wie heißt das? In die Japan Con, ja, Japan at Con Ecke. Ich kann es gerade nicht lesen, weil es hinter einem Schild war. Hinter einer Wand. Hier ist auch der Doujinshi-Markt. Und viele Leute, die sich umarmen lassen wollen, sind es anscheinend hier auch. Gibt es ja auch. So, gucken wir mal rein hier. Hey, hier ist der Animako-Stand. Wuhu! Mit Laserlight-Show. So, guck mal, was gibt's noch hier?
kommen wir nun zum letzten Teil unserer kleinen Leipziger Buchmesse-Runde halt im Comic-Bereich halt. Also jedenfalls in der Comic-Halle, Halle 2. Und wir haben jetzt hier noch die Händler zu begutachten, wenn man die überhaupt noch sehen kann halt, vor lauter Menschen mal wieder. So, schauen wir mal weiter. Einige sind draußen, einige sind drin. Wir gehen wieder voll rein in die Menschenmenge, um die Händler zu sehen. Boah, boah, boah. Vorhin sind wir ganz hinten lang gegangen, jetzt gehen wir hier voll durch die Mitte. Wir sind brutal. Ah, so, wir haben jetzt schöne T-Shirts anscheinend, Japan-Store und Kleider und sowas alles hier ringsum. So, hier wird es gerade fotografiert. Der wird gleich ein bisschen Platz hier dazwischen halt, wenn gerade solche Leute mit so etwas größeren Cosplays in der Mitte stehen halt, dann hat man danach, wenn sie weg sind, wieder ein bisschen Platz zum Laufen. Das ist eine ganz gute Idee, Cosplay zu tragen. Ja, dann gibt es wieder ein großes Cosplay hier auf der linken Seite. Ja, eigentlich möchte ich gar nicht weitergehen, weil ich war schon ungefähr in dieser Richtung. Wir sind nur in einem Parallelgang jetzt drin. Und ja, aber ich tue es mal für euch halt, mich mal dazwischen quengeln. Boah, Hilfe. Alle T-Shirts ab 20 Euro, aber glaube ich, da brauche ich 5 Stück davon. Ja, so, langsam geht's mir hier wirklich mal auf den Senkel hier, aber wir kommen gleich zur Kistenfraktion. Vorher noch ein paar Figürchen. Ah, das ist immer schön, no fakes, 100% original, ja, das ist super. Ja, wer hier ordentliche Filmaufnahmen machen möchte, keine Ahnung wie, den gebe ich 100 Euro, wenn die hier ordentliche Filmaufnahme, ne, mit einer ordentlichen Kamera, ohne Butler, ohne dass man sich hier durchdrängen muss. Das wär's mal. Ne? Dann müssen wir vielleicht zur Pressetag kommen. Boah, boah. So, jetzt haben wir hier nochmal die Kissen. Wir haben nochmal die Kissen. Wir müssen immer noch warten. Und Perücken auf der Hand. Und irgendeine Stange. Nächstes Jahr wird es nicht mehr gehen. Und nur 39 Euro. Wow. Hier steht natürlich nicht Nofix dran. Die Masse quält.
So, wir sind dann auch durch den Parallelraum der Händler durch, halt, was heißt Raum, Gang halt, und sind hier wieder bei der Signier, beim schwarzen Sofa, wo gerade ein Zeichner, also ich schätze mal Bleach-Zeichner halt gerade hier zeichnen tut halt. Jawohl. Also ich gehe jetzt erstmal raus hier aus dieser Halle. So, wir sehen uns vielleicht nochmal woanders, aber nicht mehr hier, weil das ist jetzt wirklich sehr viel Menschen. Oder ja, Cosplays oder Otakus auch genannt. Der Witz hat's noch gebracht. Okay, also wie gesagt, ich bin jetzt hier wieder raus. Ich gehe jetzt in die normalen Menschenwelt wieder zurück halt und ja, hoffe, dass da nicht ganz so viel Stau ist. Ja, Fotokamera, Powershot. So, okay, das war's hier. Vielleicht haben wir noch die Cosplays-Show noch drauf halt. Wenn ich natürlich rechtzeitig ankomme halt, ne? Also ich habe jetzt nochmal... Ja, ich habe noch eine Stunde Zeit, halt. Vielleicht schaffe ich es in einer Stunde halt zum Kongresscenter zu kommen. Also bis dahin. Ciao.